Morgen vom Nürburgring. Es ist mal wieder soweit, es kommt mal wieder ein YouTube-Video für euch. Als allererstes, bevor wir in unser Nürburgring-Video reinstarten, wollte ich euch einmal den Standpunkt jetzt vom M4 einmal zeigen. Ihr hört, hier ist schon extrem viel los. Wir waren gestern ja so um 3, um 4 hier, wollten eine Runde fahren, standen da schon bestimmt easy mal 2 Stunden an, um überhaupt eine Runde fahren zu dürfen. Dann, ja, bist du mit der Runde fertig, stehst dann heiß im Stau auf dem Nürburgring, ja. Also wir haben eine Runde geschafft innerhalb von, glaube ich, 3,5 Stunden. Wir gucken mal, wie es heute ist, aber dafür sind richtig geile Autos da. Ich film euch auf jeden Fall die Autos, die hier sind, weil das muss man gesehen haben, hier ist wirklich alles vertreten. Und jetzt zeige ich euch den M4. Lasst euch nicht abschrecken. Er ist schon wieder sehr dreckig. Er schaut aus wie die Sau. Was ist Neues dazugekommen? Also, wir haben einmal die Lippe von Team Schirmer jetzt angebaut. Da fehlt natürlich jetzt unten noch so ein Frontsplitter, aber mit dem wäre es jetzt auch noch viel zu tief geworden. Deswegen ist erstmal nur die dran. Dann haben wir die Lufteinlässe für die Bremsbelüftung in die Stoßstange eingebaut, also vorher, das habe ich so rausgefräst und die Einsätze eingesetzt. Das ist original BMW, also könnt ihr original bei BMW kaufen. Dann hat er jetzt endlich seine eigenen Pro Tracks. Ich bin ja vorher mit den Rädern vom E46 gefahren, die viel zu schmal waren und immer sehr schnell überfordert waren, glaube ich. Die waren immer viel zu heiß. Dann bin ich jetzt gespannt, wie es dann mit denen ist. Wir fahren jetzt rund um dieselben Maße. 295, 30 in 18 Zoll, rund um ET27 und ja, ansonsten Flügel auch von Schirmer, Abgasanlage, Software ist alles original, weil ich finde den M4 so wie er jetzt ist schon für mich, für die Rennstrecke zu schnell, aber alles Übungssache, muss man sich dran gewöhnen. Im Innenraum ist auch sehr viel passiert. Türverkleidung, das hatte ich euch ja gezeigt, das hatten wir ja im letzten M4-Video zusammen gemacht. Jetzt ist noch reingekommen. Also ich habe mich dafür entschieden, dass wir den hinteren Teppich raushauen. Der vordere ist noch drin. Jetzt ist natürlich mit meiner Sitzeinstellung, gefühlt am Lenkrad dran. da sieht man aber nicht so viel. Dann haben wir einmal Käfig von Wiechers ist reingekommen. Flankenschutz, also der geht wirklich bis hier vor, bis zur A-Säule, wir mussten in die Karosserie bohren. Das haben wir auch alles versiegelt und dass es dann nicht rostet und gar nichts passiert. Also theoretisch ist die Karosse jetzt, ja, Schweizer Käse. Ja, könnte man so sagen. Also wenn ihr euer Auto kaputt machen wollt, bohrt einfach Löcher in die Karosse. Ja, dann ist reingekommen 2 Pole Position. Dann haben wir uns hier für 6 Punkt Schrotgurte entschieden und mein Highlight ist dieses KMP-Lenkrad. Also ihr könnt alle Knöpfe, sind trotzdem bedienbar, ich weiß jetzt nicht. Okay, hoffentlich kommt jetzt hier keiner raus und schickt mich direkt weg. Also das funktioniert alles. Ihr könnt laut und leise machen, ihr habt hier euren M1-Knopf, M2-Knopf. Also es funktioniert alles. Wie vorher auch. Was ich am geilsten finde, sind jetzt einfach die Pedals. Das sind so wie, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt, so Magnetpedals, glaube ich. Hört euch das mal an. Einfach geil. Also das finde ich richtig geil. Wenn du da fährst und schaltest, ist es einfach sehr, sehr sexy. Ansonsten hat sich jetzt im Innenraum meines Wissens doch, hat sich noch was getan. Und zwar kam die Mittelkonsole vom CS noch rein. Hat wieder der Nadelworks gemacht. Also was der für Qualität macht, es ist einfach unglaublich. Wirklich sehr, sehr schöne Arbeit. Kann ich nur noch mal ein ganz großes Danke aussprechen. Sitzkonsole habe ich vergessen. Die ist natürlich wieder vom Daniel von Animal Racing. Und weil ich ja immer so tief sitze und das Problem habe, dass ich einfach viel zu klein bin, hat er mir das auf die originale elektrische, wie ihr jetzt zum Beispiel seht, auf die elektrische Laufschiene halt vom M4 gebaut. Hier habt ihr dann, sieht ihr das? Schwierig. Schwierig. Zu viel Rohr. Ja. Also ihr könnt den Sitz elektrisch vorn zurückstellen. Ist natürlich jetzt kein Muss. Für mich kamen da halt nochmal ein paar Zentimeter dazu, weil ihr seht, die Sitzkonsole ist halt auch schon
weit oben und ich sitze halt trotzdem noch extrem tief und sehe, ich weiß nicht, also ich saß jetzt gerade drin, entweder bin ich früh größer als abends, keine Ahnung, jetzt sehe ich gerade alles perfekt. Wahrscheinlich schrumpfe ich im Laufe des Tages. Direkt fahren. Ja. Wir gehen jetzt eigentlich direkt auf die Strecke. Ich glaube, wir dürfen nicht die Strecke filmen, sondern nur uns beim Fahren. Nehme ich einfach heute mal den ganzen Tag mit. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ein Fahrwerk ist auch drin, aber das ist nicht meins. Das ist nur ausgeliehen von Max, weil meins nicht, meins kam nicht. Meins ist jetzt aber da, ist halt noch nicht eingebaut und wir wollten es jetzt nicht nochmal schnell einbauen, weil ich kenne das ja, immer alles kommt so kurzfristig und dann ist gefühlt alles da, aber du hast nur noch eine Stunde Zeit, weil du dann ja losfahren möchtest. Aber das V4 ist trotzdem 1A, tipptopp. Deswegen, los geht's. Guck mal, wie schön das ausschaut, ne? Sehr schön. Also ich muss echt sagen, dass mir bei dem F80 und ich habe gestern auch einen E92 M3 in schwarz gesehen, mit chrom Nieren, es schaut einfach geil aus. Es schaut wirklich gut aus. Aber ich sag's doch schon seit 10 Jahren. Aber ja, aber am Anfang, ich war am Anfang auch Team schwarze Nieren und ich finde auch, dass das nicht jedem Auto steht und nicht jeder Farbe steht. Also das ist schon, es muss passen. Es muss passen. So. Ich stumm mir schon wieder halb ein. Hoffentlich nicht. Nee, Spaß. Aber es ist immer schon so ein bisschen aufregend, hier drauf zu fahren. Ich brauche jetzt meine Karte. Danke. Auf jeden Fall viele Franzosen da. Also man muss, also ich weiß nicht, aber gestern war schon mehr ein bisschen assiges Tuning-Treffen, ne? Als hier. Ja, es verhalten sich auch viele nicht so geil. Vor allen Dingen halt auch neben den Straßen, ne, extrem am Ballern und am Rumknallen und keine Ahnung was. Ja. Okay, Konzentration? Ja, wir müssen eh erst Reifenbahn fahren, von daher, und das Auto ist auch noch kalt. Ja, nicht das so ist kalt. Auto ist warm. Ja, wir müssen Reifenbahn fahren. Jemand hat Sprit verloren und das haben wir denen irgendwie versucht zu zeigen, aber ich glaube, der hat das nicht so richtig verstanden. Ist auch schwierig, jemanden irgendwie zu vermitteln schnell. Entschuldigung, du hast ein kleines Problemchen dort. Aber gut. Wie lief sonst die erste Warm-up-Runde? Ja, man muss sich sehr konzentrieren. Also ich weiß, zumindest ich habe auf der Playstation geübt, Gran Turismo, wo es lang geht, weil ich sonst immer das Problem hatte, dass ich nicht bei der Strecke wusste, okay, welche Kurve kommt da jetzt? Das habe ich jetzt so langsam drin. Aber trotzdem ist eine sehr anspruchsvolle Strecke, gerade weil du halt auch nicht viel Auslaufzone hast, musst du dich echt konzentrieren. Und wenn dann noch sehr viele andere Leute um dich rumfahren, musst du für 50 Leute denken, aber es macht mega Spaß. Also es macht, und das sollst du ja auch machen, egal wie schnell wir sind, Hauptsache es macht Spaß. Erstmal langsam antasten. Ist ja auch jetzt das erste Mal, dass ich mit dem M4 jetzt hier fahre, mit dem Setup, deswegen entspannt, chillig, weitermachen. Gerade eine Fliegenklatsche gekauft und der Max präpariert die jetzt für mich. Muckenbotscher. Ja, auf Fränkisch Muckenbotscher. Und kleben da jetzt die Karte drauf, weil ich sitze ja schon tief in dem Auto. Ja, ich sitze ja schon tief in dem Auto und ich bin gestern so wirklich richtig nah dran gefahren, um die Karte ranzuhalten, aber ich musste mich dann wieder abschneiden, weil das ging nicht. Ich habe einfach zu kurze Arme. Das hat nicht funktioniert. Und wenn du dann die Karte dran hältst, geht ja die Schranke auf. Und dann kannst du direkt wieder, oder musst du direkt wieder losfahren. Und dann muss ich mich noch anschnallen und das wird alles ein bisschen zu wild. Soll deswegen. Funktionieren, oder? Wir probieren es nachher einfach mal. Also
Ich probier's. Du hast ja lange Arme, aber ich, ja, ich leider nicht. Aber man muss auch sehen, ich weiß ja nicht, ob da nochmal Carbontüren und Makrolonfenster reinkommen, die dann nur noch so einen kleinen Spalt haben. Da wird es dann auch schwierig. Also da eigentlich immer mit dem Muckenbatscher. So, fahren wir? Wir fahren jetzt. Ich habe gestern schon, also ich habe es wahrscheinlich falsch drunter gehalten, weil ich dachte, der muss den Scan und ich muss irgendwie diesen Code da so drunter halten. Das war aber falsch, man muss es ja vorne dran. Jetzt bin ich angeschnallt, also ich hoffe, dass ich mich nicht wieder abschnallen muss, um das jetzt, ja, die Karte da dran zu halten. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Vor uns fahren unsere Kumpels, Marco mit dem E36, Daniel mit dem E36, Aaron mit dem M4. Bin mal gespannt, was es jetzt wird. Also auf jeden Fall ist heute viel, viel weniger los als gestern. Ich hoffe, es geht. Nochmal vorher gucken, wie die anderen das machen. Vorne dran halten. Gut. Du fährst auch sehr sicher und sehr gut. Ja, das Einzige, was ich beim Auto nicht keinen Vertrauen schenke, der Bremse. Also ich fahre ja noch mit der originalen Bremse, was ja eigentlich auch gar kein Problem ist. Aber die hat schon von Haus aus, muss ich da irgendwie schon immer mehr Druck aufbauen und mehr reintreten, damit sie überhaupt bremst. Also nicht, wenn ich auch jetzt Rennstrecke fahre, sondern wenn ich ganz gechillt fahre, muss ich halt trotzdem mehr aufwenden. Und das ist dann irgendwie so, was mir so ein bisschen ein ungutes Gefühl verleitet. Und jetzt bei der dritten Runde mussten wir dann auch anstehen und dann... Ist das hier die Nordschleife? Geil. dann mussten wir anstehen und dann war sie anscheinend heiß und dann, wenn wir runterfahren, dann in der ersten Kurve kam er dann so ein bisschen und dann dachte ich so, ui, weil dann war ich schon am Anschlag. Dadurch, dass du quasi von der Strecke mit einer heißen Bremse runterfährst, ja, wandert diese komplette Hitze in deinen Achsstummel in die Bremsflüssigkeit rein. Und das ist auch dann für dieses ganze, sag ich mal, OEM-System ein bisschen zu viel, jetzt von der technischen Seite gesehen, ne, dass okay, auch die Zuschauer so ein bisschen drin sind. Die Serienbremse kann schon ein bisschen was, aber natürlich baut BMW das jetzt nicht für junge Damen, die alles auf der Nordschleife geben, sondern ja, für alle quasi. Ne? Ja. Deswegen logisch, wenn man da jetzt ein bisschen Feuer geben will, so wie du das machst, muss man natürlich andere Beläge fahren, mehr Belüftung fahren, ja, aber... Das machen wir immer Step by Step. Natürlich, genau, wissen wir, dass irgendwann auf diesem Auto eine AP-Bremse sein wird, aber nichtsdestotrotz, ja, nicht gleich 100.000 da reinstecken, sondern immer... Nee, immer und vor allen Dingen so machen, dass das Auto immer fahrbereit ist. Nicht alles auseinanderreißen und dann, mit was fahren wir jetzt? Die fahren alle und ich habe kein Auto, mit dem ich fahren kann. Nee. Aber er schlägt sich sehr, sehr gut. Und ich finde, also umso öfter ich mit dem fahre, umso wärmer wäre ich auch mit dem. Also ich finde, es läuft so ein bisschen. Reifen sind auch schon gut angefahren, genau, oder? Wenn wir mal gucken. Also es macht echt Spaß. Ja. So, wir stehen jetzt gerade schon wieder beim Runterfahren. Max ist jetzt gerade gefahren. Was sagst du zum M4? Geil. Aber was Lisa auch schon festgestellt hat, technisch, diese Bremse kann halt leider nichts auf der Rennstrecke. Ja. Nee, schon ein bisschen. Also zwei Runden, sag ich mal, gehen. Ja, aber das ist ja ehrlich, zwei Runden. Du fährst ja eine Runde dann das Rad warm und in der zweiten Runde ist dann die Bremse am Arsch. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bremse viel, ne? Ja, wie dem auch sei. Zwei, drei Runden, aber das kann es ja nicht sein. Also im Winter muss definitiv Bremse. Der Rest ist eigentlich nur vom Setup her ganz geil. Ich finde, der fährt sich echt wobei gut. Wobei wir ja eh noch mehr machen im Winter, oh, und es noch ein paar Goodies gibt. Auch schön, ne? Der hat auch eine AP-Bremse drauf, ne? Ich glaube, sowas brauchen wir auch. Ja, aber sonst, ich kann es nur oft genug sagen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Kühlung, Technik und Leistung, die dieser Motor hat, in Gegenüberstellung mit Wartung und Anfälligkeit, geisteskrank, oder?
Öltemperatur, einfach permanent 90, 100 Grad. Der Motor denkt sich, Alter, willst du nicht irgendwann mal Gas geben? Ja. Bläulagerproblem gibt's nicht. Auto ist effizient. Ich weiß nicht, brutal, also wirklich. Und mit Originallader eh das Beste, was man machen kann auf der Rennstrecke. Schön Zug von unten raus, ab 1600 Umdrehungen. Das macht echt Bock. Ja. Außer Max hatte vorhin ein bisschen Angst bei meiner Runde. Lisa wurde auf einmal sehr schnell. Auch sie auch nicht, okay. So 2,30 Fuchs runter, das ist schon eine Nummer. Ich guck ja nicht auf den Tacho. Also du warst da drin gesessen. Ich fahr das, was ich mich wohlfühle. Und weil solange wie mein Grinsen noch nach oben geht, ist alles gut. Dann hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Ja. Wir stehen hier noch ein bisschen, gucken uns noch ein paar schöne Autos an. Ah, ja, schöne Autos da, ne? Ja, eins schöner wie das andere, oder? Ja. Also. Fahren wir mal runter. Zum Glück fahren auch ein paar Mädels hier. Hier, die Tora aus England mit dem Rechtslenker. Überleg mal, du fährst. Also Rechtslenker ist, glaube ich, auch noch mal. Du fährst das große Karussell und sitzt oben im Karussell. Ja. Das ist auch krass, oder? Gewöhnungssache, aber ja. Die Tora macht es. Ja. So, ich darf jetzt mal eine Runde beim Tino mitfahren im Porsche GT4. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich filmen werde und ob ihr überhaupt was versteht, weil ich möchte diese Runde auch genießen. Ich glaube nämlich, das wird jetzt eine sehr, sehr geile Runde werden mit dem Tilo. Ja, hoffen wir mal. Vier zertifizierte Fliegenklatsche, ne? Das ja, ist sehr, ganz sehr geil. Musste ich mir gestern auch machen, weil ich kam auch nicht mehr raus. Habe ich mir schnell eine bei Rewe gekauft. So, Freunde, jetzt geht's los. Wir müssen uns auch beeilen. Ihr seht, das Wetter schwingt gerade um. Nürburgring ist ja auch bekannt dafür, dass man muss ja aufpassen, nicht Regen, Schnee, hier kann alles kommen. Ja, wir haben Allwetterreifen drauf. Passt. Oder so. Oder so, ja. Das war jetzt meine allererste Runde in einem Porsche GT4 zusammen mit Tilo. Also ich konnte jetzt auch leider nicht so viel filmen, weil du bist schon sehr flink unterwegs. Da ging es irgendwie gefühlt nur so. Ja. Aber vielleicht kannst du ja mal ganz kurz sagen, was habt ihr denn an deinem GT4 verändert? Also grundsätzlich ist das ein 718 GT4 mit PDK. Schalten waren dann eben nicht. Dann haben wir das Mantai-Paket und das umfasst Folgendes. Also wir haben hier einmal ein paar Aero-Teile, die man jetzt zuerst mal auf den ersten Blick so nicht sieht, also unterm Auto. Ja, gibt's, das sind so wie Leitbleche, genau, so Luftleitbleche, ja. Aber aus Carbon. Ah. Dann hinten am Flügel gibt es dann einmal den Gurney. Und Mantai hat eigens hergestellte Halterung für den Flügel, dass wir ein paar Grad mehr Flügel fahren können. Mhm. Dann ist ein KW-Fahrwerk dort verbaut, Dreifach-Fahrwerk. Das ist auch dann ein Mantai-Fahrwerk, was von KW produziert wird, ja? Genau, genau richtig. Mit einem extra Federrad, extra Federn kann man dann so jetzt nicht bestellen. Das ist vom Mantai-Paket. Man behält dann auch approved. Dann gibt es noch extra Bremsbeläge und Stahlflexleitungen. Das ist eine Carbonbremse. Und auch die sind mit Straßenzulassung. Also ich muss auch sagen, der Tilo fährt wirklich mega schön. Also wirklich, wie du das Auto da über den Ring bewegt hast, es macht einfach sehr viel Spaß. Es war eine sehr tolle Runde. Ja, also, hat mir auch viel Spaß gemacht, immer wieder. Sehr, sehr geil, also wirklich. Gut, und dann ist wegen der Sicherheit noch eine Käfigerweiterung verbaut. Habt ihr den auch in die Karosse gebohrt? Nee, also der kommt mit dem Clubsportpaket, hat ja schon den Überrollbügel. Ja. Das Kreuz hat er schon drin und dann gibt es eben diese Käfigerweiterung, dass man dann eben Seitenschutz hat. Und ja, oben noch so ein Kreuz am Himmel, was wir ja nie hoffen werden, aber falls da mal was passiert, dann ja, falls was passiert, auf der sicheren Seite. Ja, genau. Lieber haben als brauchen. Ne? Korrekt, genau. Leistungsmäßig ist da natürlich gar nichts gemacht. Das ist ja ein Sauger, 420 PS. Deswegen ein bisschen behäbig aus den Kurven raus, auf den Geraden. Aber in den Kurven macht man ja den Speed. Ja, also wirklich geisteskrank, wie du durch die Kurven gefegt bist. Also es ist wirklich
anders. Und Klang ist halt auch geil. Sauber Klang ist geil. Genau. Kann man nicht anders sagen. Absolut, ja. Schon sehr emotional. Ist ja ein 4 Liter Sauger. Was bist du vorher gefahren vor dem? Vorher einen gemachten Cupra. Ein Leon Cupra. Mhm. Mit 450 PS. Geil. Der ging dann mehr nach vorne. Der ist aber auf der ganzen Runde dann doch. Ja. Und du fährst ja noch ein Jahres. Genau. Für das Wetter, was jetzt hier gleich genau, uns bevorsteht. Also das ist natürlich auch ein mega Funmobil. Ja. Also der Yaris, der macht ja original schon viel Laune. Dann haben wir noch spezielle Reifen für den Regen. Mhm. Das macht dann bestimmt Bock. Genau. Ja, vielleicht fahren wir irgendwann mal noch eine Runde mit dem Yaris. Ja, gerne. Dann vielen lieben Dank fürs Mitnehmen. Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Dann mach's gut. Ciao. So, der M4 ist jetzt auch wieder heil zu Hause angekommen. Und ja, ihr seht, er ist mega dreckig und ich hätte gesagt, wir gehen jetzt noch einmal fix zusammenwaschen. So schaut jetzt der M4 nach der Rennstrecke aus. Von Weitem finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber wenn wir jetzt näher rangehen, sieht man schon, dass er ein wenig gelitten hat. Gerade jetzt die Felgen, die schauen auch sehr, sehr dreckig aus, aber wenn wir uns jetzt hier die Seite angucken, also er hat sich schon wirklich seine Wäsche auf jeden Fall verdient. Und so schaut jetzt meine Waschroutine aus. Also hier an der Waschanlage können wir mit Eimer waschen. Der Besitzer ist eigentlich ganz, ganz nett und ganz entspannt, weil manche mögen das ja nicht. Ich benutze natürlich immer nur die Produkte von Dr. Wack, weil ich mit denen halt einfach mega zufrieden bin. Shampoo nehme ich immer. Dann habe ich, weil ich heute faul war, ich habe mir jetzt nicht die Sprühflasche mitgenommen, sondern hier den Drucksprüher, dass es einfach fixer geht. Und da ist auch der P21S drin, den habe ich mir da abgefüllt. Und dann auf jeden Fall, was ich auch brauche, definitiv den Insektenentferner werde ich auch benutzen und mache mir das jetzt einmal alles fertig und dann geht's los. Als erstes sprühe ich immer die Felgen ein, hier schön von jeder Seite, dass auch schön die Speichen, jede Speiche von links und rechts was abbekommt, gehe ich da auch nochmal schön ins Bett hinten rein, bloß das macht sich jetzt immer mit einer Hand ein bisschen blöd, das mache ich dann gleich nochmal ordentlich. Lass das dann so 4 bis 5 Minuten einwirken. Ihr seht ja dann auch schon, dass sich dieser Wirkindikator dann lila verfärbt und seht ja auch, dass es mit dem Schmutz reagiert, angelöst wird und dann spülen wir es ab. Ich habe jetzt Felgenbürste habe ich auch mit, gucke ich mal, aber ich spüle das dann quasi einmal ab, guck, wie viel Dreck da noch drin hängt, weil wenn wir auf der Rennstrecke waren, dann kleben halt auch noch so Gummireste und so drin. Das schafft dann manchmal der Felgenreiniger nicht, deswegen bürste ich dann nochmal nach. Aber ich zeige euch das dann auf jeden Fall, wie es ausschaut, nachdem ich es erstmal abgespült habe ohne Bürsten. Und währenddessen jetzt der Felgenreiniger hier einwirkt, sprühe ich einmal die komplette Front, also Spiegel, Windschutzscheibe, komplette Front hier einmal schön mit dem Insektenentferner dann einmal ein und lasse es dann auch nochmal 3-4 Minuten einwirken und dann spülen wir das alles mal ab und dann zeige ich euch mal, wie das ohne Waschen ausschaut. Als nächstes mache ich mir mein Shampoo hier rein. Ihr habt hier auch so einen Messbecher, aber ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl, immer so ein bisschen rein. Dann fülle ich das mit Wasser auf, damit ich hier jetzt schön das Auto, also vorher wird es natürlich nochmal runtergespült und dann wird es gewaschen, aber ich wollte euch ja dann nochmal zeigen, wie es abgespült ausschaut, vorne mit dem Insektenreiniger und dem Felgenreiniger. Und so schaut jetzt die Felge einmal nach dem Abspülen aus, aber ihr seht hier diese Reifenreste, die sind nur noch lose drin, also ich habe nicht richtig ausgespült, aber hier, die sind schon fest, da muss ich auf jeden Fall dann nochmal nachbürsten. Die kleben da so drin, das schafft der Felgenreiniger nicht, die sind hier überall. Aber ansonsten schaut die Felge wieder tippitoppi aus und vorne sind jetzt auch die ganzen Mücken, Käfer, Insekten auch schon mal gut grob weg und jetzt putze ich einmal mit der Hand und dann spüle ich ihn nochmal ab. Und so schaut das Endergebnis aus. Wundert euch nicht, wenn ihr jetzt wieder irgendwo Insekten seht. Ich bin ja jetzt auch bis hierher gefahren. Ich habe schon wieder ein paar eingesammelt, habe ich gesehen. Aber ansonsten schaut er jetzt wieder tippitopp aus. Ich zeige euch noch fix die Felge. So, schaut das jetzt dann nochmal mit dem Nachbürsten aus. Wie gesagt, ich habe die Gummireste jetzt nur mit der Bürste dann wegbekommen vom Trackday. Aber jetzt ist er wieder fertig und bereit für den nächsten. So, ich bin jetzt auch zu Hause angekommen. Bin
fix und fertig. Freue mich jetzt auf die Couch, auf das Sofa, einfach hinsetzen, nichts machen, chillen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin, macht's gut!